Let me tell you the story that I never believed it would really happen. Ja, hallo Marc-André, grüß dich. Du, freut mich extrem, dass du mich mal besuchst. Ja, danke, dass ich da sein darf, Helge. Ja? Super, ja, fein, haben wir uns eh schon länger nicht mehr gesehen. Richtig. Was ist der Grund deines Besuches heute? Sag mal. Ganz klar, 18.02. München. Wo wirst du um 13 Uhr sein? Ja, ich glaube, da bin ich am Königsplatz in München. Also da bin ich sogar ziemlich sicher. Ich hoffe mit ganz vielen von euch auch, dass ich da am Königsplatz in München bin, weil dort die Demonstration Macht Frieden stattfindet. Größte Ding in ganz Bayern, weil alle bayerischen Initiativen oder wahnsinnig viele bayerische Initiativen dazu aufrufen. Da muss ich dir jetzt gleich verbessern. Nicht nur bayerische, sondern deutschlandweit, Luxemburg, Österreich, sogar Belgien. Also es wird sehr, sehr weit aufgerufen, weil ja auch die Europeans United dabei sind, Gott sei Dank, die ja auch ein bisschen Reichweite haben. Ja, ist ja auch ein europäisches Thema, wegen dem wir ja da sind, weil letztendlich wird es komplett Europa betreffen, was die dort besprechen. Bei dieser Kriegskonferenz in Anführungszeichen. Sicherheitskonferenz. Richtig. Ja, und denen sollte man schon zeigen, dass wir da anderer Meinung sind und nicht finden, dass da Waffen der richtige Weg sind, sondern eher Diplomaten statt Granaten. Ja, richtig. Diplomaten statt Granaten sage ich auch immer. Ich habe das immer verglichen mit einer Kindergärtnerin, die im Kindergarten das Kind Ukraine und das Kind Russland hat. Jetzt hat halt Russland der Ukraine aus Versehen mit der Schaufel auf den Kopf gehauen. Und die Kinderpflegerin hat halt nichts Besseres zu tun, wie der Ukraine dann eine noch größere Schaufel in die Hand zu drücken. Das ist gut, ja? Das werde ich mal merken. Also das kann man so nicht machen, meiner Meinung nach, weil die Kinderpflegerin, die wäre schon längst des Dienstes enthoben. Und bei den Kindern bleibt sie auch hängen und die glauben, die können dann immer so weitermachen. Ne? Genau, die glauben auch, also, ja, dass man das Konflikte so löst. Und so löst man eben Konflikte nicht. Klar ist der Angriff von Russland fragwürdig, ja, aber Russland wurde ja schon lange genug vorher gepiesackt. Ja, also das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, das Problem. Auch nicht im Februar letzten Jahres entstanden. Es ist, richtig, es da ist muss ja man schon länger was da am Schwellen. Aber wir wollen da jetzt nicht schwurbeln, oder? Nee. Wir wollen nur, dass möglichst viele Menschen sich da anschließen und eben nur für den Frieden, Macht Frieden, nach München kommen. Es gibt kein anderes Thema außer den Frieden für Europa und für die Welt. Genau, und deswegen sollen die Menschen auch friedlich kommen und im Frieden bleiben. Was eben ganz wichtig ist, dass wir eben zeigen, dass das ja die Lösung ist, die wir ja, ich werde mich auch bemühen. Anstreben. Ja. Es sind ja auch sehr interessante Redner da. Es ist der Jürgen Tottenhöfer da. Also fast jeder kennt ihn, der mit über 80 Jahren noch sehr aktiv für den Frieden ist, der ja in vielen Kriegsgebieten unterwegs war und hat dort sich informiert. Und ich denke, der wird auch viele interessante Sachen zum Erzählen haben. Und ist natürlich auch einer, der sagt, Frieden schaffen ohne Waffen. Definitiv. Dieter Dehm wird sprechen und die Ingrid Pfanzelt wird sprechen, also interessante Redner. Es sind auch wahrscheinlich noch mehr, aber die sind noch ein bisschen unter Verschluss, weil es nicht so sicher ist. Was ich allerdings schon bestätigen kann, ist, dass es viele bekannte Gesichter aus der Bewegung gibt, die schon zugesagt haben, dass sie kommen. Ob sie auftreten dürfen, ob sie reden dürfen, ist ihnen egal. Sie wollen auch einfach nur an diesem Tag dabei sein. Ein Zeichen setzen für den Frieden. Genau. Sehr gut. Ich habe auch gehört, von weit und breit kommen Streamer. Das heißt, es wird dann auch für die, die es nicht schaffen, aber es gibt wenig Gründe, dass ihr das argumentieren könnt, dass ihr nicht in München seid am 18. Februar. Aber die, die es wirklich nicht schaffen, werden sich über viele Livestreams informieren können und diese Livestreams werden wir dann in die ganze Welt schicken, um das zu dokumentieren, dass sehr, sehr viele Menschen für den Frieden sind und nicht für die Eskalation. Genau, also die Altmedien, die können von mir aus gerne auf die Demo am Odeonsplatz alles aufbieten, was sie haben und die filmen und sagen, das ist das öffentliche Bild der Meinung, aber wir werden die Wahrheit zeigen. Genau.
Wir, genau, ich werde auch wieder streamen. Oh, schon lange nicht mehr gemacht. Richtig. Ich verrate erstmal nur so viel, Stöckchen wird wieder aus der Kiste geholt und ich werde wahrscheinlich öfter vor der Kamera sein als hinter der Kamera, aber dann mehr an dem Tag. Ja, alles klar. Ja, dann wollen wir das nicht zu lang ziehen, dass es nicht zu langweilig für euch wird. Wobei zwei schöne Männer sind doch nie langweilig. Aber Zwinker, natürlich. Smiley, mit einer ähnlichen Frisur Ja, übrigens. natürlich, vor allem du hast deine Frisur wieder, ich habe meine Frisur wieder. Eigentlich alles beim Alten. Ja, wobei, wie gesagt, wir machen ein paar neue Sachen. Deswegen heißt der Kanal, auf dem ich streamen werde, Klang der Freiheit. Aha. Und bei dir ist es ja auch wie gehabt. Punkt News und natürlich auch auf Klardenken TV werden meine Bilder mitzusehen sein im Regiestream. Wir haben Klardenken TV 8 Streamer, 8 Kameras vor Ort mindestens. Neun, ja, wir machen bei Klardenken natürlich Dann auch sind wieder es mit. 10 wahrscheinlich, weil ich habe zwei Zwinkersmiley. Die Claudia aus dem Schwarzwald wird auch wieder da sein. Der Micha aus Chemnitz wird da sein. Mims Vlog aus Luxemburg wird da sein. Und viele mehr. Also, Hashtag Muck1802. Genau. Seid alle dabei mit den Bussen, mit den Autos, mit der Bahn. Es sind viele Busse organisiert. Kommt her, sonst kommt's her, dann sagen wir mehr. Genau, ja, Für den also Frieden. kommt's her, dann haben wir mehr. Geiles Ding. Ich glaube, dann machen wir an der Stelle. Cut. Stand up and shout. Raise your fist and yell.